Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carbon und Laktat. Heute ist wieder Dienstag, heute ist der 3. September 2019 und ich habe euch da draußen auf Französisch begrüßt. Das war auch mein ganzes Französisch. Wir sitzen hier nämlich in Nizza, in einem schönen, kühlen Hotelzimmer, Apartment, wie auch immer. Hier sind die drei Ws, das WWW des Triathlons, das gesamte Wissen der aktuellen Triathlon-Szene. Helena Wädchen, Marvin Weber und Frank Wechsel. Salut. Ja, hallo, bonjour. Ah, ich glaube, euer Französisch ist besser bestellt als meins. Ein petit peu. Oh ja, jetzt packt er aus hier, der Marvin. Ja, wir sind heute nach Nizza angereist und werden von hier berichten, die nächsten Tage von der Ironman 73 WM 2019 aus Frankreich. Und haben aber, bis wir damit loslegen, noch eine ganze Menge anderes Programm. Ja, genau. Womit fangen wir denn an? Womit fangen wir an? Mit der längsten Distanz oder der kürzesten? Fangen wir mit der längsten an heute. Ich erinnere mich nämlich, vor 3 Wochen habe ich mit Simon in meinem Hamburger Büro gesessen. Mhm. Und wir haben über den Beginn des Swiss Ultra Triathlons gesprochen. Und der hat jetzt auch ein Ende gefunden. Nach 20 Tagen sind 6 von 9 Startern, wenn ich das richtig gesehen habe, ins Ziel gekommen, die 20 Tage am Stück jeden Tag eine Langdistanz gemacht haben. Absolut verrückt. Also absolut verrückt. Verrückt, ja. Ich glaube, das ist mehr als in der ganzen Spomedes-Firmengeschichte an Langdistanzen zusammenkommen. Ja, und gewonnen hat das ein Österreicher, Norbert Lüftenegger. Das Ganze hat stattgefunden in Buchs in der Schweiz. Ja, und der Norbert hat eben jeden Tag seine Langdistanz absolviert und war nach einer Gesamtzeit von 241 Stunden kumuliert im Ziel. Ja. Wenn man jetzt mal sagt, 240 durch 20, das ist also 12 Stunden pro Langdistanz und das 20 Tage hintereinander. Und du hast ja eben nachgeschaut, relativ konstant das Ganze. Relativ konstant. Also er hat immer die 12 Stunden irgendwie abgerissen. Ja. 1, 2 Ausreißer mit einer halben Stunde, aber sonst. Ja, ich glaube, er hat erst mal am ersten Tag dafür gesorgt, dass er auch ordentlich in Führung geht und um dann das Feld quasi von vorne zu kontrollieren. Das fing an am 12. August, 11 Stunden 20 und wenn man dann so durch die Tage durchschaut, sehr, sehr konstant. 12.03, 12.08, 12.02, 12.03, 12.06. Dann am, jetzt muss ich gerade zählen, am 7. Tag hat er gesagt, ja, Wochenende, Jubiläum. Da legen wir mal eine Schippe zu, 11.59, am nächsten Tag 11.53, 12.12, 11.59, 11.58, 12.13, 12.35. Das war dann auch die zweitlangsamste Distanz am 24. August, das war dann nach 2 Wochen. 12.2, 12.0, 11.44, 11.51, 12.21. Und ich glaube, er musste es nicht mehr auf den Endspurt ankommen lassen. 12.38 war dann tatsächlich der langsamste am letzten Tag. Ja, da hat er sich viel Zeit im Ziel gelassen, um sich feiern zu lassen. Ja, also er hatte noch 3 Stunden Vorsprung dann vor Konstantinos Tsemandis, einem Griechen. Hätte er auch nochmal kurz nach Hause fahren können und sich nochmal frisch machen können fürs Zielfoto. Ja. Eigentlich, ne? Ja. Wo hat das Ganze denn stattgefunden? Ja, in Buchs in der Schweiz. Geschwommen wurde in einem 50-Meter-Pool. Also das sind viele Bahnen. 76 jeden Morgen. Na. Jeden Morgen. Und das Radfahren ging dann auf einem 9-Kilometer-Rundkurs über die Bühne, also 20 Runden jeden Tag. Mhm. Und wie das Laufen genau aufgestellt war, weiß ich nicht. Ja, 9 Leute gestartet. Der erste hat nach 4 Tagen aufgegeben. Der war am 4. Tag schon bei 16 Stunden 42. Der zweite nach 5 Tagen, der dritte nach 6 Tagen und alle anderen 6, darunter 2 Deutsche, Stefan Charis und Alois Ruland, haben es tatsächlich bis ins Ziel gebracht. Also die Finisher-Zeiten schwanken um 65 Stunden zwischen 241 und 306 Stunden. Das ist schon verrückt. Ja. Ja. Und dafür den halben Jahresurlaub. Einfach mal weggehauen. Ja, ja. 20 Tage, zack. Ja, ich weiß nicht, ob die schon wieder trainieren inzwischen fürs nächste. Ein paar Anekdoten am Rande noch. Es gab im Rahmen dieser Veranstaltung eine 5-fache Langdistanz über 5 Tage, eine 10-fache und eben die 20-fache. Mhm. Bei der 10-fachen hat eine Frau einen neuen Rekord aufgestellt in 138 Stunden. Mhm. Ja, das ist eben auch unter 14 Stunden im Schnitt. Ja. Und bei den 10-fachen Männern gab es den ersten Rollstuhlfahrer in der Geschichte, der 10 Langdistanzen in 10 Tagen gefinisht hat. Cool, ja. Ja, und so wie ich es gesehen habe, gibt es überhaupt erst einen Menschen, der das Ganze 3-mal gemacht hat. Also 60 Mal. 60 Mal. Bei 3 verschiedenen Veranstaltungen. Aber das ist ein kleiner Ausflug nur in
ein Randgeschehen des Triathlons, sicher spektakulär. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es großer Zuschauersport war, aber ja, so eine Anekdote gehört sicher auch mal in diesen Podcast. Auf jeden Fall, ja. Spektakulärer war es dafür auf den kurzen Distanzen. Ja, das ist ja eigentlich dann schon Kindergarten, ne? Also so würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen mit den kurzen Distanzen beschäftigt. Am Wochenende war in Lausanne das Grand Final des WTS dieses Jahr. Also gemischt aus allem, auch Age-Grouper und die Paratriathleten waren unterwegs und die Elite. Mhm. Für uns Deutschen nur so mittelspannend, weil wir keine Chance mehr auf den Gesamtsieg hatten. Aber natürlich sind unsere deutschen Athleten mit Laura Lindemann und Jonas Schomburg auch am Start gewesen. Ja, ja, angefangen hat das Ganze, das muss ich selber überlegen, Samstag mit dem Herrenrennen. Da war es so, also es gab noch ungefähr, also es gab 6 Kandidaten, die rein rechnerisch noch die Chance gehabt hätten, Weltmeister zu werden. Aber das war dann schon ein großes Rechenspiel, oder? Also, ja, also ja. Bei den Männern weniger als bei den Frauen. Mhm. Bei den Männern war es so, dass Vincent Louis knapp 500 Punkte Vorsprung hatte. Und da die Rechnung aber so war, wenn Louis schlechter als Fünfter wird und Mario Mola dafür gewinnt, dann bekommt auch Mario Mola den Weltmeistertitel. Das ist ja wie in der Formel 1. Ja. Und dann gab es noch den Gomez, hatte auch noch die Chance, wenn Gomez gewonnen hätte, Mario Mola schlechter als Dritter gewesen wäre und Vincent Louis schlechter als Fünfter oder als Achter, dann hätte Gomez noch die Chance gehabt zu gewinnen. Die anderen waren so rechnerisch kompliziert, das war sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber die drei, bei denen weiß man ja durchaus, dass sie das Potenzial auch haben, vorne mitzumischen, und da muss nur mal ein Sturz sein oder ein Ausfall, dann ist der fünfte Platz halt auch ganz schnell nicht mehr der fünfte definitiv. Platz. Oh ja, ja. Mhm. War aber dann so wie bei den meisten Rennen, Henry Schumann kam als Erster aus dem Wasser und diesmal gefolgt von einer riesengroßen Gruppe. Es sind so ein paar vorne weggefahren, ich würde mal sagen so 15 Athleten, aber gleich am ersten Berg, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die Radstrecke war ziemlich anspruchsvoll mit 2 relativ starken Anstiegen. Mhm. Über 7, also es gab, du musstest 7 Runden fahren, das heißt 14 Mal diesen Berge Anstieg hoch. Das war halt schon echt, und es war echt warm. Ja. Was dazu führte, dass die erste Verfolgergruppe aufgeschlossen hatte, und dann waren es knapp 20, bisschen mehr Athleten, die fast die ganze Zeit zusammengefahren sind. Mhm. Jonas Schomburg war dann in der ersten Verfolgergruppe auch immer vorne, der ein bisschen Attacken gesetzt hat, aber so richtig rangekommen sind sie nicht. Und dann sind, ich habe den Vorbericht geschrieben und es war nicht sicher, ob Christian Blumenfeld, der unser norwegischer Favorit, überhaupt an den Start geht. Der ist vorher in Tokio gestürzt und hatte laut Simons Recherchen auf Strava bis dahin nichts gepostet, dass er jemals wieder gelaufen ist seit Tokio. Hat er verheimlicht vielleicht. Ja, wenn es einer weiß, dann ist es Simon. Ja. Deswegen haben wir fast gedacht, der startet gar nicht in Lausanne, und stand dann trotzdem plötzlich doch in der Startlinie und fuhr auf dem Rad echt ordentlich vorne, also setzte echt das Tempo relativ hoch, ging dann auch mit auf die Laufstrecke mit als Erster zusammen mit den Favoriten, mit Mola, Louis und Gomez. Alasa war noch da und die anderen beiden Norweger, Gustav Iden und Kaspar Stornes. Und dann erst hat Blumenfeld tatsächlich eine Attacke gesetzt, den haben sie dann aber relativ schnell wieder eingesammelt. Und dann brachen die so nacheinander weg und du sahst, dass keiner von denen so richtig das Tempo mehr halten kann und Blumenfeld vorne die ganze Zeit das Tempo hochgehalten hat und nur Mola mitgelaufen ist. Mhm. Und dann, ich weiß, 3-4 Kilometer vorm Ziel zog der nochmal an, und man kennt ja auch den Laufstil von Christian. Der sieht immer sehr angestrengt aus. Ja, sieht immer aus, als würde er gerade den Bus noch kriegen wollen. Und Mario Mola dann daneben immer sehr entspannt, und man hat die meiste Zeit gedacht, also irgendwann kommt Mola dann nochmal ran, aber Blumenfeld ist wirklich vorweggezogen, hat den auch echt abgehangen, also so, dass er auf dem blauen Teppich noch wirklich Zeit hatte, auch zu feiern, seinen WTS-Sieg. Ja. Das war echt großes Kino. Er hat in 30:46 auch die schnellste Laufzeit des Tages dann abgerissen, was bei den Temperaturen echt sehr beeindruckend war. Mhm. Ich glaube, das war jetzt so ein richtiger Moment, wo er mal richtig Bumm gemacht hat. Ja. Ne? So, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, was ja das erklärte Ziel der Norweger ist. Ja. Ja, die sind ja auch, also sie hatten ja nicht so eine gute Saison, alle drei Norweger nicht. Und ich glaube, gerade für Christian war das jetzt so ein nochmal am Ende der Saison, nochmal wirklich mit einem guten Abschluss da rein rauszugehen. Ja. Das hat uns echt sehr gefreut für ihn. Ja, und dann, also ja, dadurch, dass Blumenfeld gewonnen hat und Mola Zweiter geworden ist, hätte Louis noch auf den Sechsten halt quasi kommen müssen.
Der ist aber ganz schön eingebrochen. Also der ist dann nach und nach zurückgefallen und hatte Glück, dass die Verfolger dann so weit zurück waren, dass er auf dem 5. geblieben ist. Mhm. Also er ist dann 5. geworden und damit neuer Weltmeister. Ja, dieses Jahr schon, wer die Super League verfolgt hat, vielleicht da ja auch schon alles abgeräumt. Also für ihn echt ein erfolgreiches Jahr 2019 gewesen. Mhm. Gustav Iden auf dem 4. Platz, auch für ihn. Für alle Norweger, wie gesagt, lief es ja noch nicht so wahnsinnig gut dieses Jahr. War auch echt schön zu sehen. Und unsere Deutschen, Jonas Schomburg ist 20. geworden, konnte dieses Mal, normalerweise kennt man ja die klassische Situation, Jonas Schomburg fährt als erster in die zweite Wechselzone, mhm. läuft als erster raus und dann wird er nach und nach so ein bisschen eingesammelt. Diesmal hat er es nicht geschafft, da die Attacken auf dem Rad zu setzen, ist aber beim Laufen sehr, sehr gut davongekommen und hat dann noch den 20. gemacht und war nach dem Rennen, glaube ich, auch echt zufrieden damit. Ja, ich glaube, er hat sein Ziel erreicht, ja auch schon in Tokio, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und ich weiß nicht, wie motiviert man dann noch so in so ein Finale reingeht, wenn man nicht mehr um Weltmeistertitel mitkämpft. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht einfach so, er hat, glaube ich, dieses Wochenende macht er noch das letzte Rennen der Saison, aber er wirkte hinterher so in den Zielinterviews, wirkte er wirklich zufrieden. Und Jonas Breinlinger ist 24. geworden und Lasse Lührs 43. Ich glaube, auch Jonas Breinlinger war wirklich zufrieden. Der hat echt ein tolles Rennen abgeliefert, ist da die ganze Zeit mitgefahren. Mhm. Ja, also es war deutlich spannender. Nicht das Rennen an sich, aber das Ergebnis als das Frauenrennen. Ja. Weil das Frauenrennen hat die ganze Saison Katie Zafiris dominiert. Die musste, egal was ihre Konkurrentinnen machen, nur noch 13. werden, um den Weltmeistertitel zu gewinnen. Bei Katie war das ja, beim Testevent in Tokio ist Katie relativ doll gestürzt und hat sich die Nase gebrochen und Verletzungen am Mund, innen und außen, die mit 23 oder 25 Stichen genäht werden mussten. Das ist jetzt ja nun auch noch nicht so lange her. Ja. Da war dann auch nicht so ganz klar, wie fit geht sie überhaupt in das letzte Rennen jetzt. Aber Katie hat von Anfang an auch ja mal wieder ihre Stärke ausgespielt, würde ich sagen. Also sie ist gut mitgeschwommen, dann in der Gruppe mitgefahren und dann zusammen mit Flora Duffy, die jetzt ja ihr Comeback gefeiert hat in Tokio und da relativ überraschend, würde ich sagen, von dem 3. auf den 1. Platz vorgerutscht ist. Genau, zusammen mit Flora Duffy immer wieder Attacken gesetzt. Die sind zu 5. gefahren. Die beiden zusammen mit Jessica Learmonth, die ja auch 2. in der Rangliste ist, und Georgia Taylor Brown. Und noch, jetzt muss ich Victoria Lorenz, die eine Brasilianerin, die ist auch noch mitgefahren. Und die beiden haben tatsächlich, also Duffy und Zafiris haben immer wieder versucht, auch gerade am Berg davon zu kommen. Man kennt die beiden ja als sehr, sehr starke Radfahrerin. Das hat dann aber irgendwie auch nicht geklappt, sodass die auch zu 5 dann gewechselt haben. Und dann brach als erstes die Brasilianerin, fiel als erstes raus. Dann irgendwann konnte Flora Duffy das Tempo doch noch nicht mitlaufen. Und das war sehr, sehr, sehr witzig anzusehen. Das wirkte so ein bisschen so, als hätte Katie 2 Bodyguards. Die beiden Britinnen liefen meistens vorweg, die gleichen Sonnenbrillen, die gleichen Einteiler an. Katie lief so in der Mitte hinterher, so als geschlossenes Dreieck. Das sah sehr, sehr phänomenal aus. Und eigentlich sind sie die ganze Zeit zusammengelaufen. Bis auch so 2, 3 Kilometer vor Ziel konnte Taylor Brown das Tempo nicht mehr halten und fiel zurück. Und entschieden wurde das zwischen Katie und Jessica erst auf der Zielgeraden. Also es war kein Zielsprint, es war vorher schon klar, Katie, wenn sie jetzt einfach durchläuft, gewinnt sie, aber es war bis zur Zielgeraden wirklich so, dass es nicht klar war. Wobei natürlich klar war, wenn sie unter den ersten 3 ist, wird sie auf jeden Fall Weltmeisterin. Ja, aber nur um den Tagessieg war es dann noch ein bisschen spannend zumindest. Genau. Ja, es war auch schön zu sehen, dass sie wieder so nach dem Sturz, dass alles wieder so weit regeneriert ist, dass sie da wieder fahren mitmachen kann. Ja. Und dann, genau, bei den Deutschen Laura Lindemann am Start und Nina Eim. Laura hat beim Schwimmen knapp die erste Gruppe verpasst, war dann immer in der Verfolgergruppe und konnte beim Laufen das dann aber sehr, sehr gut wettmachen. Dann hat dann den 6. Platz belegt. Ja. Das war. Ja, das doch, ich glaube, kann sie auch sehen lassen, würde ich sagen. Ja, ja. Zufrieden. Ja, ja, ne? Also so kann ein Jahr zu Ende gehen in einem vorolympischen Jahr, glaube ich. Ja, finde ich auch. Für Laura Lindemann. Und da sind wir sehr gespannt, was da kommt nächstes Jahr. Richtig, genau. Bin ja gespannt, wie nächstes Jahr überhaupt so die WM-Serie dann performt, weil der große Fokus bei einigen ja auf dem höherwertigen Titel ist, den olympischen Titel, die gibt es nur alle 4 Jahre. Und, ja, so die ersten Rennen der Saison kann man sicherlich noch ganz gut als Vorbereitung nutzen, aber alles, was dann näher Richtung Tokio rückt, wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut besetzt sein. Ja, ja.
Apropos Spiele, mir war noch aufgefallen, Nicolas Pirik ist 10. geworden. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, 4 Wochen nach, nein, wie lange nach der Geburt ihres dritten Kindes? Das war ein bisschen länger. Ich glaube, in Hamburg waren es 4 Wochen. Ja. Also ich habe es irgendwo gesehen noch. Es gab ein kleines Filmchen auch in den Social-Media-Kanälen. Ich glaube, Onnen dreht gerade so einen Film auch mit ihr zu dem Muttersein und gleichzeitig Leistungssportlerin. Olympiasiegerin London 2012 und zweite in Rio und sie möchte zu ihren 5. Olympischen Spielen. Ja, das ist, Das ist sehr beeindruckend. Auch auf dem Rad, was die schon wieder leistet, das ist sehr beeindruckend. Ja, aber wie gesagt, ansonsten werden wir sehen, wie die Serie im nächsten Jahr angenommen wird. Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten, ja. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, einen so großen Elite-Zirkus über das ganze Jahr zu haben, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das hört man auch immer wieder, dass so der einzelne Weltmeistertitel so ein bisschen untergeht, weil es eben nicht das Rennen ist, der Tag X, wo man performen muss. Auf der Kurzdistanz, das ist ja jetzt schon seit 2009 so, also das war, glaube ich, schon die 11. Saison. Ja, vielleicht wird das wieder spannender, wenn Jonas Schomburg und Laura Lindemann noch weiter aufschließen nach oben. Ja. Ich meine, wir hatten auch Jahre, wo es für Jan Frodeno um den Weltmeistertitel ging. Das ist so ein bisschen wie in der Formel 1 vielleicht auch. Also wir hatten jetzt eben den Vergleich auch schon mal. Also ich fand, früher war die Formel 1 deutlich interessanter, als deutsche Fahrer vorne mitgemischt haben. Ja. Und vielleicht ist dieser Effekt auch jetzt gerade so ein bisschen beim Triathlon in der Kurzdistanz zu beobachten. Wir haben da ja auch vorher drüber so ein bisschen eben schon gesprochen und ich habe gesagt, ich fand das super spannend, dass es noch rechnerisch möglich war und die Athleten das ja auch wissen. Mhm. Aber dafür muss man natürlich schon ein bisschen im Thema drin sein. Es ist dann eben doch kein Massenzuschauersport übers Jahr wie die Formel 1, ja, wo man mal sonntags um klassischerweise 14 Uhr, glaube ich, war das immer, als ich es noch geguckt habe. Kurz am Mittagessen so. Genau, da eben die 1,5 Stunden zugeschaut hat. Man muss sich da schon sehr mit beschäftigen, um eben das auch zu vollziehen und von daher ist es außerhalb der Triathlon-Szene, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja. Ja, weil ich weiß noch damals, Anne Haug, Vize-Weltmeisterin, ich glaube Mike Petzold, Steffen Justus, die waren gut dabei, Daniel Unger, Zeit war schon vorbei, kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber Jan Frodeno wollte Weltmeister werden, das hat man schon so über die Saison verfolgt, ja. Aber da gab es eben auch noch nicht so ganz viele Rennen wie jetzt, ja, also das ist auch wieder so ein Problem, damals die ITU hat damals gesagt, es gibt zu viele Weltcuprennen, wir müssen das mehr konzentrieren auf wenige Toprennen und jetzt ist man wieder bei 8, 9 Rennen mit den verschiedenen Standorten und zu ganz unterschiedlichen Zeiten und ja, ich glaube, die wenigsten Rennen konnte man eigentlich zu deutscher Zeit vernünftig mitverfolgen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Dann hat man spektakuläre Locations wie Lausanne. Ich habe Bilder gesehen, ich habe jetzt das Rennen nicht live verfolgt, aber da war richtig was los an Zuschauern. Und da hat man dabei aber auch so Rennen wie Bahrain, wo dann irgendwo gar nichts. 3 Ordner an der Strecke stehen. Ja, genau. Ja. Ne? Und wollen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ich finde, also was sehr, sehr gut geworden ist, ist die Fernsehübertragung davon. Also natürlich, dafür muss man registriert sein bei Triathlon Live, aber die Bilder sind wirklich sehr gut und jeder, der sich dafür interessiert, kann es halt wirklich. Egal zu welcher Uhrzeit, könnte es dann halt rein theoretisch live gucken. Und das ist echt, das ist schon echt ein großer Mehrwert. Rollenfutter für den Winter. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja. Was wir vielleicht nicht vergessen sollten, das war jetzt der Samstag. Der Sonntag stand dann unter dem Zeichen des Paratriathlon und der Age-Grouper Olympisch. Wir haben auch noch die Age-Grouper Sprint, die auch am Samstag gestartet sind. Und vielleicht einmal zu den Age-Groupern. Wir haben 140 deutsche Athleten am Start gehabt und haben da 26 Mal von einer Top-10-Platzierung gemacht, was, glaube ich, schon echt sehr beeindruckend ist. 8-mal Gold, 5-mal Silber und 7-mal Bronze waren unter anderem dabei. Und der erfolgreichste deutsche Starter ist schon 65 Jahre alt und heißt Lothar Stall und hat sowohl in der Sprint als auch in der olympischen Distanz die Goldmedaille geholt. Mhm. Ist auch amtierender Europameister, jetzt halt auch amtierender Weltmeister. Nicht schlecht. Wir haben vorhin auch noch mal kurz über ihn gesprochen. Der hat auch in Bremen die deutsche Meisterschaft in der Sprintdistanz gewonnen. Also der alles abgesagt. Hat alles wieder abgesagt, genau. Und noch zu erwähnen ist Kai Dahlhaus. In der Altersklasse 20 hat er mit 1 Stunde und 2 Sekunden war er überhaupt der schnellste Age-Group insgesamt an dem ganzen Tag und hat damit natürlich auch seine Altersklasse gewonnen. Mhm. Ja. Das war auch. Und wir hatten es eben schon, der vorletzte Einzeltags- Weltmeister auf der Kurzdistanz 2007, der Weltmeister Daniel Unger in Hamburg, der war am Start und er müsste doch eigentlich jetzt so bei den in Anführungszeichen Senioren locker abräumen, oder? Ja, egal was ich sage.
Ja, weil ich weiß nicht, ob er es müsste. Er hat es nicht so richtig getan. Vielleicht ist er ja trotzdem zufrieden damit. Ja, also eine olympische Distanz, die schüttelt er doch locker aus dem Ärmel. Er hat aber, glaube ich, sogar nur die Sprintdistanz gemacht. Wie, nur eine Sprintdistanz? Daniel, falls du uns hier hörst, wir müssen uns nochmal sehen, irgendwo auf einer Wettkampfstrecke. Ja, also Daniel, in einer Stunde 11:34, der 44. Platz. Sagen wir einfach mal in seiner Altersklasse. Oh, da waren aber Höhenmeter drin. In welcher. Genau, ja. Also 44. Platz in seiner Altersklasse. Ja, ich habe das im Vorfeld so ein bisschen mitbekommen. Die haben das so ein bisschen zum internen Duell hochstilisiert. Daniel Unger gegen Matthias Zöll, den DTU-Geschäftsführer, in einer etwas jüngeren Altersklasse. Die beiden kennen sich noch aus guten alten Zeiten, aus dem Wittener Team, wo sie schon zusammen Schulter an Schulter im gleichen Trikot geraced sind und auch im Nationaltrikot in Nachwuchszeiten. Und wer war jetzt schneller von beiden? Ja, da muss man definitiv Matthias Zöll den Vortritt lassen. Der hat in seiner Altersklasse den 12. Platz belegt in einer Stunde 7:09. 12. Platz? Ja, immerhin, also, immerhin. Ja. Definitiv, auch sind ja auch ein paar Minuten. Ja, ich glaube, das geht in Frankfurt dann so ähnlich wie bei uns in Hamburg, dass da auch Mittagspausensport gemacht wird. Anders kann das nicht gehen. 12. Ja. Bei WM, Respekt. Ja. Und auch Daniel Unger. Aber Daniel Unger war auch aus anderen Gründen vor Ort. Genau, es gab eine Aufnahme in die Hall of Fame. Genau, die ITU hat vor ein paar Jahren eingeführt, was Ironman schon viel länger macht, eine Hall of Fame, wo jedes Jahr ein paar Menschen aufgenommen werden, die besondere Fußstapfen im Triathlon hinterlassen haben. Und sehr erfreulich aus deutscher Sicht, Daniel Unger ist mit dabei. Mhm. Der Weltmeister von 2007. Für seinen Weltmeistertitel oder auch für die Arbeit danach? Ich glaube, es geht immer auch so ein bisschen ums Lebenswerk. Ja. Ja? Also Daniel Unger 2007, ganz überraschend in Hamburg beim Heimrennen Weltmeister. Da hat man damals gesagt, das war das größte Rennen, was so der Triathlon je gesehen hat, so auch von Zuschauerkulissen her und so. Und ist dann quasi auch als Mitfavorit in die Olympischen Spiele gegangen, ein Jahr später. Mhm. Glaube ich, Sechster geworden bei Frodenos Sieg. Das war, glaube ich, so nicht so ganz einfach. Da wirst du Sechster bei den Olympischen Spielen und dein zu dem Zeitpunkt bester Freund gewinnt das Ding und du bist irgendwie nur die zweite Geige. Da hat er, glaube ich, ein bisschen dran zu knabbern gehabt. Aber ja, letztendlich dieser Sieg, und es ist bis heute der einzige deutsche Männer-Einzeltitel bei den Kurzdistanzlern in der Elite, der bleibt outstanding. Ja, klar. Ja. Und dazu wurde bei den Männern in die Hall of Fame aufgenommen Brett Kahlefeld. Ja, auch so ein Wegbegleiter quasi von Daniel Unger, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Weltcuprennen der damals gewonnen hat. Das war so die Zeit, wo ich auch noch als Fotograf mit den Jungs unterwegs war, weltweit. Und ja, der hat also auch seine Fußstapfen hinterlassen. Der ist auch immer noch dabei bei der ITU. Der ist da so ein bisschen im erweiterten Medienteam und sorgt dafür, dass eben auch so Produktionen, wie wir sie jetzt hier sehen können und wie Helena sie am Wochenende verfolgt hat, dass die auch mit Kompetenz hinterlegt sind. Ja. Ne? Also zwei Jungs, die gut zusammenpassen. Bei den Frauen auch eine Australierin dabei, Emma Moffat. Das war auch so eigentlich ähnliche Generation, so Mitte des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends. Ja, also das ist so ein Name, habe ich vorher, glaube ich, noch nicht so oft gehört. Die hat auch mal in Hamburg gewonnen. Es gab mal so mehrere Emmas aus Australien. Ja, genau. Emma Snowsill war eine davon, jetzt mit Jan Frodeno verheiratet. Ne? Und Emma Moffat, die wollte, glaube ich, richtig gut performen bei den Olympischen Spielen in London 2012 und hatte sich vorher aber mit dem Rad abgelegt. Oder war sogar in dem Rennen und da ist ihr großer Traum zerplatzt und dann ist sie eben zurückgekommen, hat in Rio nochmal die Olympischen Spiele mitgemacht. Ja, war dreimal bei Olympischen Spielen am Start, einmal Bronze gewonnen und zwei Weltmeistertitel gewonnen. Ne? Und dann ein Name, der vielen auch nichts mehr sagt, ist Sheila Taormina. Ja, die war so, schon so eine der älteren Athletinnen, als ich damals mit denen unterwegs war. Und die war immer ein bisschen, man hatte ein bisschen Respekt davor, Interviews mit ihr zu führen, weil in jedem Interview Jesus eine große Rolle spielte. Die war so streng gläubig, ja, und hat das in jedem Interview auch betont. Und irgendwann hat sie mit Jesus gebrochen, so ich das so mitbekommen habe. Dann war es auf einmal kein Thema mehr. Aber das Besondere an Sheila ist, sie war in drei verschiedenen Sportarten bei Olympischen Spielen. Ja. Okay. Sie hat 1996 mit der 4x200 Freistilstaffel der Amerikaner Gold gewonnen in Atlanta als Schwimmerin. Dann war sie danach als Triathletin am Start und zum Schluss nochmal, ich glaube, das war in Peking. Ja, genau, da war sie als moderne Fünfkämpferin.
Boah, ne? Also, Wahnsinn. Wow, okay. Ja. Ne, das ist ja nun, da gehören ja noch ganz andere Disziplinen dazu. Ja. Ne? Und ja, von daher, und sie hat zwei Bücher geschrieben bei im Spomedes Verlag. Ja, Kraulschwimmen wie die Profis und ich hoffe, die Reihenfolge ist richtig: Kraul, Schmetterling, Rücken, Brust. Ja. Ja, also zwei Bücher, wo sie mit ihren Kontakten zu den besten Schwimmern der Welt aus dem US-Team auch viele Fotoshootings gemacht hat, über Wasser, unter Wasser. Und ja, für mich gibt es eigentlich keine besseren. Hast du sie persönlich mal kennengelernt? Ja, ich kenne sie gut. Ja, ja. Ich kenne sie gut. Okay. Wir hatten auch noch mal versucht, als die Bücher erschienen sind, sie mal für so ein kleines Camp oder Seminar nach Deutschland zu bekommen, aber es hat da nicht geklappt. Aber doch, zu der habe ich auch gelegentlich noch Kontakt. Mhm. Ja. Es klingt ja, als wären das vier würdige Kandidaten für die Hall of Fame. Ja. Genau, das sind die Sportler. Dazu gibt es dann noch den Lifetime Award, den hat, und das wäre lange undenkbar gewesen, Sarah Springman gewonnen. Eine Britin, die, ich glaube, die war schon mal relativ gut beim Ironman Hawaii, hat auch eine gute Kurzdistanzkarriere hinter sich. Und die war nämlich lange, lange, lange die politische Gegenspielerin von Les McDonald. Okay. Als sie hat sogar sich... hat es gewagt, gegen ihn zu kandidieren, um den Vorsitz der ITU. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so eine Genugtuung für alle Seiten. Les McDonald ist ja vor zwei Jahren gestorben. Ja, ich weiß nicht, ob das sowas von Rehabilitation hat. Sie war also auch lange schon Vizepräsidentin der ITU. Die Wogen haben sich also sehr, sehr geglättet. Mhm. Und ich glaube, das ist für sie nochmal... um ihre Arbeit zu würdigen. Und genau, ja. So auf der politischen Ebene... Entschuldigung, die Luft ist trocken hier, Nizza. Es heißt ja Lifetime Award, also da ist ihr Lebenswerk wirklich gewürdigt worden. Und dann gab es noch den Michel Genoux Award für Menschen, die irgendwo in Teilbereichen arbeiten. Und den hat ein Duo von Rennärzten gewonnen oder zugesprochen bekommen, und zwar Doug Hiller. Doug Hiller, da sieht man, dass sich die Zeiten ein bisschen beruhigt haben. Der war nämlich lange Rennarzt des Ironman Hawaii. Der lief immer mit so einem riesengroßen Cowboy-Hut darum. wohnt auch in der Nähe von der Rennstrecke in Waimea, sofern ich das weiß, auf Hawaii, und war eben auch lange für die ITU als ärztlicher Leiter unterwegs bei vielen Rennen. Und sein Nachfolger Sergio Migliorini, das ist der einzige von der ganzen Liste, den ich nicht persönlich kenne. Der hat also, die beiden haben den Preis gewonnen, gestiftet oder benannt nach Michel Genoux. Und Michel Genoux ist ein Franzose gewesen, das haben wir damals alle mitbekommen, dem es immer schlechter ging, der Krebs hatte, der aber bis heute seine Spuren hinterlassen hat, weil der für diesen hoch, hoch, hoch professionellen Auftritt von ITU-Rennen verantwortlich war und auch keine Gnade kannte. Also das war einer derer, die den Triathlon auf die Ebene gehoben haben, organisatorisch, wo er heute immer noch steht. Also von daher, ja, runde Sache. Ja. Gab es auf einer Gala in Lausanne, und ja, ich glaube, da hat man würdige Preisträger gefunden. Ja, klingt ganz so. Ja. Ich wurde sogar noch kontaktiert vorher. Ich musste nämlich noch Bilder beisteuern von Sarah Springman. Ich habe tatsächlich eins gefunden. Ah, sehr gut. Naja, wusste ich um diesen Preis schon im Vorfeld. Ja. 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 Wir haben noch. Genau, um das Wochenende noch abzurunden, haben wir noch. Nein, da muss ich kurz unterbrechen, weil wir haben nämlich noch die Paratriathleten, Entschuldigung, die ja auch um den Weltmeistertitel gekämpft haben. Genau, das machen wir noch zu Ende. Genau, erstmal. Also einmal Lausanne abschließen jetzt. Mhm, genau. War am Sonntag war auch Paratriathlon, und wir haben ja Martin Schulz, den Namen haben wahrscheinlich schon viele gehört, ein deutscher Ausnahmeathlet, der immer mit dem Dauerrival Stephen Daniels aus Kanada zu tun hat. Auch dieses Mal wieder hat Stephen Daniels gewonnen. Und Martin Schulz ist Zweiter geworden, was natürlich super ist, was für ihn auch heißt, dass das Ticket für die Paralympics nächstes Jahr so gut wie sicher ist. Mhm. Und er war auch super zufrieden nach dem Rennen. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Und dann haben wir noch zwei WM-Debütantinnen, die beide Bronze geholt haben. Das ist Christiane Reppe. Die war schon 2016 Paralympicsiegerin im Handbiken und ist jetzt in den Triathlon gewechselt und da gleich Bronze gewonnen bei ihrer ersten WM. Und die zweite ist Elke von Engelken, die auch ihr WM-Debüt hatte, ist eine Zahnärztin, die sich immer schon für den paralympischen Sport eingesetzt hat und ja, jetzt auch bei ihrer ersten WM gleich Bronze gewonnen hat. Sehr gut, ja. Das war doch ein sehr erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen, auch für viele Deutsche. Und damit
Gebe ich auf jeden Fall ab aus Lausanne. Aus Lausanne nach Österreich. Nach Österreich. Genau. Ja, ja. Das war aus deutscher Sicht ja auch mehr als erfolgreich, wie man es so sagen kann. Vor allem aus beim Frauenrennen. Da hat Daniela Bleimel die deutsche Siegesserie fortgesetzt, nachdem Laura Philipp da ja 2017 und 2018 gewonnen hat. Jetzt Daniela Bleimel ganz oben nach 4 Stunden 23,51 hat sich da den Sieg geholt. Das sah nicht immer alles ganz danach so aus, als ob es für Daniela reichen würde. Also das Rennen fing eigentlich so an, wie man es wohl hätte tippen können. Also dass Annalena Pohl als eine der ersten oder als erste Athletin nach 25,43 aus dem Wasser kommt, zusammen mit der Italienerin mit dem schönen Namen Maggi Santi Maria. Und danach ging es dann den Anstieg mit dem auf dem Rad zum Hochköpping hoch und dort hatten sich zuerst dann Anja Ippach und Daniela Bleimel an die Spitze gesetzt, haben da Annalena Pohl und die Italienerin relativ schnell kassiert, wurden dann aber von Els Visser eingesackt, die als Neunte aus dem Wasser gekommen ist und da auf dem Rad richtig Gas gegeben hat und ja, irgendwie kann man das, also wenn man das so aus der Ferne beobachtet hat, hat es Daniela diese Situation so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Sie ist dann zwischenzeitlich auf den 5. Platz zurückgekommen, gefallen und hat dann aber tatsächlich sogar noch auf der Abfahrt quasi die Kurve bekommen oder die Kurven bekommen und hat dann nach und nach alle wieder einkassiert und ist sogar vor der Wechselzone noch wieder auf Rang 1 nach vorne geprescht und hat sich dann im Halbmarathon dann eigentlich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen und hat ihren Vorsprung da dann kontinuierlich Minute für Minute ausgebaut und ja, war am Ende dann relativ entscheidende Siegerin des Rennens. Els Visser hat es dann als Zweite beendet nach 4:27:40 und Lisa Hütterler als Dritte 4:31:15. Annalena Pohl ist am Ende auf Platz 6 gelandet und Anja Ippach auf Platz 8. Den deutschen Sieg bei den Herren haben wir leider verpasst. Da hat uns ein Österreicher quasi den deutschen Dreifachsieg kaputt gemacht. Thomas Steger hat das Rennen gewonnen. Das holen wir uns am Samstag zurück. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja. 3:55:03. Das war am Ende auch eine sehr, sehr knappe Geschichte alles. Auch da war quasi der Rennverlauf in Teilen vorhersehbar. Also Lukas Schwoit als ehemaliger Olympiateilnehmer im Schwimmen ist da als erster aus dem Wasser. Und dann hat, den Namen kennt man ja mittlerweile auch, Ruben Zipunke auf dem Rad auch richtig einen rausgehauen und ist quasi allen davongefahren auf den 90 Kilometern. Wurde dann aber relativ schnell beim Laufen wieder eingeholt. Also er hatte, Zipunke hat mit einer Radzeit von 2:05:05 die mit Abstand schnellste Zeit an dem Tag gehabt und hatte dann in der zweiten Wechselzone fast 4 Minuten Vorsprung auf Frederik Funk und Florian Angert, die auch da als Mitfavoriten ins Ziel oder an den Start gegangen sind und musste sich dann aber relativ schnell, also es war auf den ersten Kilometern des Halbmarathons war schon klar, okay, das wird nicht reichen. Also er hat da zu Beginn einen 3,50er Schnitt hingelegt und die anderen waren da 10, 20 Sekunden pro Kilometer schneller. Das heißt, da konnte man eigentlich mit einem Taschenrechner daneben sitzen und ausrechnen, wann Zipunke leider dann den Führungsplatz abgeben muss. Und ja, Thomas Steger war dann am Ende dann noch schneller, der dann auch die mit Abstand schnellste Laufzeit hingelegt hat und sich damit dann quasi ja, den Sieg geholt hat an dem Tag. Ja. Spannend, wenn jetzt so Spezialisten da so oder ehemalige Spezialisten so stark in die Rennverläufe eingreifen. Ja, total, ja. Und natürlich schön, wenn das aus deutscher Sicht auch passiert. Ja. Ne?
Da fällt mir gerade ein, bin ja gerade dabei, jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen. Bis zum Ironman Hawaii, jeden Abend ein neues Rennen Hawaii als Rennbericht nochmal. Sogar mit Ergebnislisten in diesem Jahr zu bringen auf trimark.de. Und gestern ist da aufgefallen, dass es im Jahr 1980 beim dritten Ironman schon eine Radzeit von 4 Stunden 28 gab. Ja, verrückt. Ja, und da gab es auch gleich erste, also es war kaum online, diese Ergebnislisten werden tatsächlich auch gelesen und da kamen die ersten Resonanzen, ja, da ist ein Fehler drin. Ja. Ne, irgendwie, oder die Zeitmessung stimmte nicht, weil der Mensch ist vorher eine Stunde 51 geschwommen. Ja. Und dann schön halt Kräfte gesammelt und dann. Ja, 4,28 Rad gefahren. Und ich habe dann auch nochmal ein bisschen tiefer reingeschaut. Also die Zeiten scheinen zu stimmen. Es gibt da auch noch so ein, ich würde sagen, schreibmaschinengeschriebenes Ergebnis-Sheet im Netz zu finden, wenn man ganz tief recherchiert. Und der Mensch, der dort Dritter geworden ist, das ist nämlich auch der Sieger des Ironman Hawaii im Jahr da drauf gewesen, der zum ersten Mal auf dem Queen Kei Highway in Kailua Kona, auch da eine halbe Stunde schneller gefahren als alle anderen. Und der hat vorher dreimal bei Olympischen Spielen teilgenommen als Radrennfahrer. Okay. Ja. Also das Spezialisten irgendwo so in den Triathlon. Ähnlich wie Herr Zebrunke, ja, genau. Hat die Radvergangenheit gehabt. Ja, ja, genau. Ja. Also das alles nachzulesen auf trimark.de, die Geschichte des Ironman. Jeden Abend eine neue Story. Heute Abend sind wir dann im Jahr 1981. Genau, ich denke, die Rennberichte vom Wochenende packen wir auch nochmal in die Shownotes. Genau. Alle nochmal zum Nachlesen ausführlich bei uns. Genau, so machen wir das. Ja. Ja. Ja, das sind die Rennen, die stattgefunden haben am Wochenende, ne? Ja, jetzt kommen die zwei Großen am Wochenende. Nein, es gibt noch ein Rennen, was nicht stattgefunden hat. Ach, stimmt, so. Das haben wir ja auch noch. Ja. Hätten wir fast vergessen. Ja. Die Frage ist, wie gerne man drüber redet. Also es ist ja schon ein ziemliches Trauerspiel, was sich da abgespielt hat. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank für alle Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Letzte Woche nach unserem Podcast, wo wir intensiv über zwei Brandthemen gesprochen haben. Einmal dieses Thema der Streckenabkürzung U23 in Berlin. Also ich würde mal jetzt wirklich sagen, das Thema ist jetzt wirklich mal abzuhaken. Wir haben ja, da noch ist mal ja auch nichts Neues mehr passiert seitdem, oder? So nee, richtig. Außer dass, ja, das fand ich so ein bisschen fast peinlich, dass Sportschau.de, auch unter großen Namen wie Hajo Seppelt, als einer von vier Autoren, das nochmal jetzt aufgewärmt haben, wo man dann wirklich sagen muss, da fehlt mir die Relevanz für die Größe, wie das da nochmal aufgezogen wurde. Schlecht recherchiert, ganz schlecht recherchiert, mit falschen Altersklassenbezeichnungen und so weiter. Es ging um die U23, nicht um die Junioren. Also ich weiß nicht, vor welchen Karren die sich haben spannen lassen, aber da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich auf Facebook schon an der einen oder anderen Stelle geschrieben. Ich werde leider jetzt, ich habe Hajo Seppelt immer sehr geschätzt, aber wenn ich sehe, wie da aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, dann muss man auch alles andere hinterfragen. Das ging mir schon mal bei einem Doping-Beitrag, den er gebracht hatte. Also da hat er viel Aufklärungsarbeit geleistet, aber irgendwann driftete es auch ins Triviale ab und es ging ihm nur noch um die Schlagzeile. Und ja, ob die Entwicklung jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Ja, das werden auch wir weiter kritisch beobachten, aber das Thema Berlin ist jetzt für uns wirklich mal abgeschlossen. Ja. Nicht abgeschlossen ist das Thema Köln. Weil dieses Thema Köln weitaus mehr Leute betrifft und auch verärgert. Ja? Also, jetzt müssen wir es mal chronologisch aufrollen. Wir haben am Dienstag unseren Podcast gebracht, haben unheimlich viele Resonanzen gehabt. Die Resonanzen gingen teilweise auch so ein bisschen in die Richtung, wir können das alles nachvollziehen, was ihr im Podcast sagt, aber versetzt euch mal in unsere Lage. Wir haben viel Geld ausgegeben, um hier zu starten und wir haben viel Trainingszeit investiert. Ja. Und das Geld ist weg, die Trainingszeit ist weg, weil wir auch kein Alternativrennen mehr finden, was wir uns noch leisten können. Das kam ganz oft in irgendwelchen E-Mails. Wir haben jetzt einfach schon mal alles gebucht und das Geld ist weg. Ja, ja, und versetzt euch mal in unsere Lage und dann ist es ein bisschen einfacher als Podcaster zu sagen, startet da nicht, ihr werdet gesperrt. Ne? Ja, klar. Und das ist eben dieses große Geflecht, was es da aufzulösen galt. Und ich sag mal, also wir wissen jetzt alle, das Rennen hat nicht stattgefunden, aus genehmigungstechnischen Gründen, auf die können wir gleich noch eingehen. Also wenn wir mit allen Beteiligten anfangen oder alle Beteiligten durchgehen, ich glaube, der Verband, das lässt sich am einfachsten sagen jetzt, der ist mit dem blauen Auge davongekommen, der hat diese Drohung ausgesprochen, wir müssen alle Athleten sperren, laut Statuten, die mit Startpass da, genau. Ne, dem ist also da eine schwere Last genommen worden, weil er diese Entscheidung nicht treffen musste. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass
andere Verbände und auch der NRW-TV diese Entscheidung durchaus getroffen haben schon, ja, auch mit Verfahrensgebühren, die sich anschließen und so weiter. Also das ist keine Bagatelle. Der Verband ist aus erstmal so, was die Entscheidung betrifft, da aus dem Schneider. Die Athleten sind natürlich berechtigterweise stocksauer. Jetzt müssen wir nochmal auf die Chronologie eingehen. am Freitag bekamen wir aus Köln die Mitteilung, das Rennen findet nicht statt. Ja. Ne, das war so das Erste, was wir gehört haben. Und da war natürlich, ja, warum? Ne? Letztendlich ist es ein genehmigungstechnischer Aspekt. Der Triathlon brauchte zur Genehmigung 3 Taucher. Vorgeschichte, ich glaube, vor 2 Jahren ist mal eine Athletin da gestorben oder ein Mann war es. Da gab es hinterher auch noch große Spenden, Familienvater, Spendensammelaktionen, auch auf der Selfish Night und so. Vielleicht war darum die Auflage so hoch. Selbst 3 Taucher, da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Ist bei so vielen Athleten. Genau, ist ja verschwindend gering. Ja, wobei, wenn ich mich so an meine Triathlons zurückerinnere, Taucher habe ich nicht oft gesehen. Okay. Ja, und das ist auch ein Argument, was der Veranstalter jetzt ins Feld führt. Mhm. Natürlich muss eine Schwimmstrecke abgesichert sein, aber das muss ja nicht nur unter Wasser passieren, ja. Der Fühlinger See in Köln, ich war da selbst vor Urzeiten mal am Start, ist ein super Schwimmgewässer, weil es einfach eine Ruderregatta-Strecke ist. Das heißt, da gibt es alle paar Meter eine Boje, um die Bahnen abzugrenzen. Und diese Bojen, die werden von Unterwasserseilen gehalten. Also es ist eine super Orientierung. Mhm. Das Wasser scheint ganz in Ordnung zu sein, wie ich gehört habe. Also diese Auflage, ihr braucht 3 Taucher, ist schon, ich sag mal, eine Hürde. Ja. Von der man natürlich langfristig im Vorfeld weiß als Veranstalter, das wird er nicht am Tag vorher erfahren haben. Ne? Also wie gesagt, aus vielen Triathlons kenne ich, dass da nur normale Rettungskräfte sind auf Boards und so weiter. Ja. Aber diese Taucher, so wie ich das dann vernommen habe, wir haben auch mit Leuten vor Ort gesprochen, waren schwer zu bekommen. Es gab am Ende 3 Taucher, die da gewesen wären. Aber die kamen nicht aus dem gleichen Verein. Die kamen aus der DLRG und vom DRK. Und da ist es dann Thema der Weisungsbefugnis. Es braucht ein Dreierteam, wo einer ganz klar der Chef ist, auch formal. Das klingt aber auch fast nach deutscher Bürokratie, oder? Ja, ne? Und da müsste man jetzt sehr tief einsteigen, da mal nachzurecherchieren, warum waren diese Hürden so hoch? Ja. Ich vermute, und das ist jetzt eine reine Vermutung, dass der Veranstalter schon über die Jahre, und wir haben ganz unterschiedliche Stimmen auch von Athleten bekommen, wie perfekt oder wie chaotisch die Rennen in der Vergangenheit abgelaufen sind. Da gibt es offensichtlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und auch ganz unterschiedliche Jahre. Aber der Veranstalter, das haben wir aus vielen Mitteilungen gehört, das wissen auch wir aus der Vergangenheit, das wissen wir auch aus den Telefonaten, die wir letzte Woche noch mit ihm geführt haben, ist nicht einfach. Und ich glaube einfach, dass der sich selbst so ein bisschen sein Grab geschaufelt hat und dafür gesorgt hat, dass die Genehmigung einfach unter hohen Hürden nur hätte erteilt werden. Also Fakt war auf jeden Fall am Freitagnachmittag, es gab nicht die Genehmigung fürs Schwimmen. Ja, ganz ausführlich kann man die Veranstalter-Sichtweise, der Veranstalter stellt sich so ein bisschen als Opfer dar, auf, ich glaube, kölntriathlon.de ist die Domain, nachlesen. Auch das wird von vielen Athleten stark angezweifelt, dieser Opferstatus, weil viele einfach ihre Erfahrungen gemacht haben. Letztendlich gab es nicht die Genehmigung zum Triathlon, es gab die Genehmigung zu einem Duathlon und da hat der Veranstalter von sich aus gesagt, nee, Duathlon machen wir nicht. Also wir haben den Leuten hier Triathlon versprochen und wir sagen das komplett ab. Ja. Ne, da waren natürlich viele Athleten, gerade wenn es um längere Distanzen geht, verbunden mit einem schönen Wochenende schon in der Anreise. Mhm. Und das hat viele hart getroffen, dann diese Absage. Ne? Und ja. Das war ja, glaube ich, auch besonders dadurch, dass die Startzeiten nach vorne so weit nach vorne verlegt wurden, haben wir viele kurzfristig noch ein Hotel buchen müssen, weil sie den Abend vorher deswegen anreisen mussten, um dann. Vielleicht auch deswegen die Auflage der Taucher, weil zu der Startzeit, die dann am Ende angekündigt war, ist es dunkel. Mhm. Ja, also da macht das Schwimmen dann auch nicht ganz so viel Spaß, wenn man nicht so der dolle Schwimmer ist oder da seine Ängste hat. Das kennen wir aus Hamburg, aus dem Tunnel. Der ist die Alster ist jetzt auch kein Traumschwimmgewässer, ist ein tolles Schwimmgewässer inzwischen, aber vom Blick her einfach nicht ganz klar. Und wenn es dann auch noch durch den Tunnel geht, wird es dunkel. Von daher kann ich das selber so ein bisschen nachvollziehen, wie sich das Schwimmen im Dunkeln anfühlen muss. Und das Kind ist einfach zu irgendeinem Zeitpunkt in den Brunnen gefallen
Und ich glaube, das war jetzt die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. Ja. Jetzt gab es halt die Frage mit den Startgebühren, wie es da weitergeht. Ja, da ist die Frage, ja, die Frage ist wirklich groß. Es gibt da auch, hat sich gleich eine findige Anwältin, glaube ich, gefunden, die an dem Tag oder am Tag danach noch eine Website aufgesetzt hat. Oder? Veranstalterabsage.köln, glaube ich. Oder Veranstaltungsabsage.köln. Das haben wir auch sehr, sehr oft gehört in Social Media und in persönlichen Anschreiben, Anrufen bei uns, dass die Leute schon in Erwägung ziehen, einen Rechtsweg einzulegen. Aber die große Frage ist natürlich immer, lohnt sich das? Hm. Ja, hat man dafür eine Versicherung, um diese Rechtswege zu gehen? Und wie ist die Aussicht auf Erfolg? Ja, da ist ja nun eine ganze Menge Startgeld vereinnahmt worden. Und es sind sicher auch Ausgaben schon passiert, ob das Geld da noch da ist, dass man jetzt, auf das man natürlich zu Recht einen Anspruch hätte, jetzt sage ich mal, nicht im juristischen Sinne zu Recht, sondern einfach aus, weil es eine gute Sitte ist, wenn ich als Veranstalter wegen einer solchen Trivialität, die ich auch noch teilweise oder zum allergrößten Teil zu verantworten habe, wenn ich das Rennen absage, dass ich da irgendwo mich in der Schuld sehe gegenüber Athleten. Ja, ja, oder zumindest die Option biete, da vielleicht in einem kommenden Jahr nochmal einen Startplatz anzubieten. Ja, das sieht ja momentan eher gar nicht danach aus. Also das habe ich auch überlegt, wenn er jetzt sagt, ihr bekommt für nächstes Jahr einen Startplatz, wie wahrscheinlich ist denn überhaupt, dass der Köln-Triathlon 2020 nochmal stattfinden wird? Das ist auch Fazit in ganz vielen Mails. Ich möchte mein Geld zurück, ich möchte keinen Freistart im nächsten Jahr, weil da möchte ich nicht wieder antreten. Und das zieht sich auch weiter. Der Veranstalter Willpower Races, der ist ja nicht nur in Köln aktiv, sondern auch in Dresden. Mhm. Auch zu Dresden gibt es sehr unterschiedliche, aber doch sehr stark in eine Richtung gehende Äußerungen von Athleten, was die Qualität des Rennens betrifft. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Köln ist mal ganz groß gestartet und es ist immer schwächer geworden und es ist immer organisatorisch auch schwächer geworden und es hatte immer weniger auch mit Köln zu tun, was man gehört hat. Man konnte mal den Dom sehen irgendwie, aber da kamen viele Äußerungen. Das Ganze ist ja doch irgendwo, hat den Charme eines Industriegebiets und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Rennen ist durch. Ja, und man kann nur hoffen, dass in Köln nicht so viel verbrannte Erde aus dem Thema Triathlon hinterlassen wurde, wie es beispielsweise in Regensburg war, sondern dass Köln uns, unter welchem Veranstalter auch immer, uns irgendwo als Triathlon-Standort erhalten bleibt. Mhm. Ja. Weil die Triathlon-Szene in Köln ist groß und toll, ja, und Köln ist eine lebenswerte Stadt. Ja, ähnlich wie Hamburg. Hamburg hat der Stadt gut getan, der Triathlon in Hamburg hat der Stadt gut getan. Das ist ja immer was Tolles, wenn eine Stadt auch über Triathlon zeigen kann, unsere Stadt ist lebenswert. Ja, genau. Ja. Absolut. Und viele Städte können das nicht, ja. Jetzt muss ich wieder so in der Vergangenheit wühlen. Das Drama, es gab mal eine WM, die in München im Olympiapark stattfinden sollte, bis man dann festgestellt hat, unser Wasser oder der Untergrund von diesem Olympiasee ist so verseucht, wir müssen den ganzen See quasi tiefgründig ausgraben und neu anlegen. Und Ruder-Regatta-Strecke außerhalb der Stadt ist halt dann auch nicht die Alternative, wenn man irgendwo sich als Stadt präsentieren will. Mhm. Und das können wenige Städte. Ja, also Hamburg kann es mit Schwimmgelegenheiten in der Stadt, Hannover kann es, Frankfurt kann es mit Abstrichen. Also das ist ja immer noch ein großer Traum der Triathlon-Welt, dass das Schwimmen irgendwann im Main stattfindet. Ja. Gut, Köln hat den Rhein, das ist wahrscheinlich auch schwierig mit noch mehr Schifffahrt als im Main, da irgendwie zu schwimmen und mit noch mehr Strömung. Ja. Aber man hat den Fühlinger See, der jetzt auch nicht so weit außerhalb liegt. Ja. Bleiben nicht mehr so viele Städte sonst. Bleiben nicht so viele Städte, ne? Ja. Ich meine, da ist das hier in Nizza natürlich ein Traum, ja? Ja. das glasklare Wasser vor der Haustür. Ja. Ja, wie gehen wir mit Köln um? Das ist für uns natürlich auch eine Frage. Also wir haben viel, viel telefoniert, viel Zeit rein investiert. Wir können hier jetzt im Podcast nur eine kleine Zusammenfassung des aktuellen Stands geben. Mhm. Sehr, sehr viele Athleten sind natürlich bewusst zu Recht traurig. Ja, es gibt auch einige Athleten, die eigentlich traditionell auf Rügen gestartet sind im Herbst und jetzt eine Alternative gesucht und in Köln gefunden haben. Für die ist es natürlich doppelt bitter. Ja. Uns fehlt irgendwie nochmal. Fehlt die Alternative jetzt zu dem Zeitpunkt so ein bisschen. Ja. Ne? Und das Wetter ist ja eigentlich immer noch gut, Ende August, Anfang September. Und Rügen gab auch mal
Flops, was das Wetter betrifft, aber gab auch tolle Rennen. Ja, wir haben die großen Highlights im Frühjahr in Heilbronn, im Kraichgau. Aber irgendwie so für die Leute, die jetzt eine Langdistanz gemacht haben, Hamburg, Frankfurt, Rot und nochmal so ein i-Tüpfelchen auf die Saison setzen wollen, aber nicht mehr die ganz großen Umfänge trainieren wollen, weil ja auch dann irgendwo Sommerferien sind und so, denen fehlt nochmal sowas richtig Großes im Herbst, finde ich. Ja, aus den Gerüchten, die nach der Absage auf Rügen entstanden sind, ist ja irgendwie auch nicht weiter was geworden. Also es waren ja immer so ein paar Städtenamen, die da so im Raum standen und als Ersatz für Rügen zur Verfügung stehen, aber da... Ja, in diesem Podcast, also in unserem Schwesterformat quasi auf diesem Kanal. Wir haben ja noch das Format Triathlon Talk, wo wir uns mit einzelnen Menschen unterhalten und nicht redaktionsintern. Da habe ich ja mich mit Stefan Petschnik unterhalten. Mhm. Das Interview habe ich geführt im April auf Mallorca und da hat er ja ganz klar auch, ich meine, er hat sogar ganz klar Köln benannt als wirklichen Ausrichtungsort eines Ironman 70.3 und wer weiß, vielleicht spielt das so in den Gedanken der Kölner und auch der Veranstalter schon eine Rolle irgendwo. Vielleicht wissen dieses die auch Jahr mehr. Vielleicht wissen die auch mehr. Ja. Das ist reine Spekulation. Ja. Also da sind wir sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass da in der Region sich das Ganze beruhigt und wie gesagt, die Erde nicht so verbrannt ist, dass die Stadt Köln sagt, das wollen wir nie wieder. Ja. Das wäre wirklich... die schlechteste aller Ergebnisse, die dabei rauskommen kann jetzt. Ja, ne? Und wir stehen ja auch in vielen Kontakt mit Großveranstaltern. Wir wissen, wie schwierig das ist, eine Stadt zu überzeugen, sowas auszurichten. Ja, wir haben mehrere Streckenänderungen des Ironman Hamburg mitbekommen, weil das einfach alles nicht so einfach durchsetzbar ist. Ja, wir sehen das ja als Athleten ja auch nur aus der Athletensicht. Ja, und die Stadt muss jeden Einwohner mit einbeziehen. Vielleicht auch der Triathlon vom Biathlon nicht unterscheiden kann, was eigentlich völlig egal ist. Und dann ist es eben nur Triathlon. Ja, da sagt berechtigterweise der Berliner Anwohner an einer Straße, beim Marathon laufen hier wenigstens 40.000 Leute lang, beim Triathlon kommen hier 2.000. Dafür soll ich schon wieder einen Tag nicht aus meiner Einfahrt kommen. Ja. Kann man auch verstehen. Kann man auch verstehen, ja. Wir leben in einer Demokratie, wo das Volk das Sagen hat und über die Leute, die sie wählen, dann auch Dinge umsetzt. Das ist nicht so wie in Bahrain, wo dann auf einmal die ganze Insel gesperrt wird. Ja, genau. Triathlon ist immer ein Kompromiss, und da muss man dann auch mal damit leben, dass manche Streckenabschnitte eben nicht so schön sind oder Kopfsteinpflaster oder Baustellen oder so. Mhm. Wir können froh sein über jede Großstadt und dankbar sein für jede Großstadt, die sagt, Triathlon, das nutzen wir für uns zum Städtemarketing und da stehen wir dahinter. Mhm. Ja. Wir sind sehr gespannt, wie sich der Rennkalender 2020 darstellen wird. Genau. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve nach Frankreich zurück? Nach Frankreich. Ja. Wir sind über Bahrain geflogen, eben im letzten Nebensatz. Und als wir hier gelandet sind, stand eine große 747. Ein Flugzeug aus Bahrain schon am Flughafen. Genau, eine 747, wo auf der einen Seite auf Arabisch und auf der anderen Seite mit Schrift, die auch wir lesen können, dran stand Kingdom of Bahrain. Ja. Ist der Scheich am Start, nehme ich anscheinend. An. Anscheinend. Ich habe es vorher auch nicht gewusst, aber scheint wieder... um die Militärwertung zu kämpfen. Ja, letztes Jahr war auf Hawaii am Start, da durften wir den Flieger 2 Wochen lang auf einer Außenposition am Keahu Airport besichtigen. Hier steht er eigentlich quasi an der Hauptstraße. Ja, der Flughafen ist ja so ein bisschen ins Meer reingebaut. Ja, hier. Genau. Ich glaube auch an der Radstrecke, die führt bis da raus. Ne? Ja. Ja, da haben wir die Kurve gekriegt. Da haben wir die Kurve bekommen. Wir sind da. Ja, genau. Vom Hamburger Regenwetter direkt hier in die Schwüle und Hitze. Ja, wir hatten ja zum Glück letzte Woche noch ein bisschen Chancen, uns für Nizza in Hamburg zu akklimatisieren. Ja. Ne? Und sind hier angekommen. Es ist muckelig warm. Ja, definitiv. Es ist sonnig. Das Meer sieht einladend aus, muss ich sagen. Absolut. Richtig Sommer. Richtig Sommer. Ja. Ne? Also... da freuen wir uns auf ein Wochenende, was es in sich haben wird. Ja, genau. Ja, ich finde es nach wie vor schwierig, glaube ich, oder das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern vielen dann klaren Favoriten für die Rennen irgendwie am Wochenende herauszufiltern. Weiß nicht, mit welchem Rennen wollen wir zuerst diskutieren? Gehen wir da chronologisch? Frauen. Chronologisch, genau. Ja. Das ist ja seit ein paar Jahren deutsche Beteiligung. Genau, gang und gäbe, dass die Männer und Frauen getrennt starten. Samstags die Frauen, sonntags die Männer, sowohl was die Elite als auch die Age-Group betrifft. Mhm.
Und als erstes gehen am Samstagvormittag um 7 Uhr. Und ich denke, das wird bei Ironman Live oder bei Ironman Now auf dem Facebook-Kanal live zu sehen, ja, genau, sein. Um 7 Uhr am Samstag geht es los mit den Frauen. Ja, ja, wir haben ja die große Nizza-Vorschau auch noch in unserer aktuellen Ausgabe der Triathlon 173. Da kann jeder nochmal schnell zum Kiosk laufen und sich das Mitschnacker- und Expertenwissen nochmal schnell mit nach Hause nehmen. Ja. Da hat unser Kollege Simon Müller mal wieder ordentlich einen rausgehauen und groß in die Glaskugel geschaut. Und gut, bei den Frauen muss man ja kein besonders großer Experte sein, um zu wissen, dass da Daniela Rief das Maß aller Dinge ist und die zuschlagende quasi auch jetzt am Samstag sein wird. Also sie hat ja 2014, 2015, 2017, 2018 jeweils die 70.3 WM gewonnen, mit der Ausnahme 2016, wo Holly Lawrence sich den Sieg gesichert hat, aber es wird sich alles darum drehen, wie ist Daniela Rief zu schlagen. Also das wird auch, glaube ich, bei dieser Strecke hier ein sehr, sehr schweres Unterfangen, weil sie einfach durch diese extrem harte Radstrecke mit den 1400 Höhenmetern wie gemacht für Rief quasi ist. Da gibt's ja auch in St. Moritz trainiert, glaube ich, wohnt und trainiert. Genau, das heißt, und die Berge fährt. Ja, und die ja auch die Saison da auch anscheinend auch nochmal den Bergfokus gelegt hat. Die hat ja in Alpe d'Huez und beim Trans Vorarlberg Triathlon jeweils auch nochmal gewonnen und gezeigt, ich kann Berg fahren, aber sowas ja. Von daher glaube ich tatsächlich auch, dass an ihr nicht so viele Wege vorbeiführen. Also wir haben natürlich die große Favoritin oder die große Mitfavoritin Lucy Charles, die immer wieder auch so am Samstag wahrscheinlich vorne wegschwimmen wird und da möglichst viel Vorsprung auf Daniela Rief erstmal im Wasser herausholen wird. Aber sie wird auch sicherlich auf der Radstrecke da mithalten können oder zumindest lange neben ihr irgendwie Position halten können. Aber ja, ob es dann am Ende reicht, mag ich zu bezweifeln. Also, Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eine noch große Mitfavoritin wird definitiv Holly Lawrence sein, die auch als extrem starke Radfahrerin bekannt ist und auch dazu ziemlich gut schwimmen kann und dazu auch noch bewiesen hat, dass sie extrem gut in Form ist. Die Britin hat nämlich insgesamt 4 Kontinentalmeisterschaften mittlerweile jetzt am Stück gewonnen, seit Dezember 2018 in Bahrain, Kontinentalmeisterschaften Mittlerer Osten, dann St. George Nordamerika Meisterschaften, dann in Vietnam die Asien-Pazifik Meisterschaften und jetzt zuletzt dann in Elsinore die Europameisterschaft auf der 70.3. Also die kann 70.3 rennen, das ist definitiv so und die sehe ich vielleicht sogar momentan noch einen Ticken stärker als Frau Charles. Also guter Tipp, ja. Habe ich auch gesagt. Ja. Die würde ich vielleicht sogar, also wenn ich jetzt einen Wettzettel, einen Tippzettel ausfüllen müsste, würde ich sie auf 2 setzen. Wir können ja mal auch unsere Zuhörer fragen und in dem Zuge darauf verweisen, dass Carbon und Laktat seit letzter Woche eine Facebook-Gruppe hat. Genau, ja. Ja, das ist jetzt quasi unser offizieller Diskussionskanal von der Facebook-Seite von Trimark und Triathlon, da haben wir ungefähr 57.000 Fans, heißt es glaube ich immer noch bei Facebook. Ja. Diese Gruppe ist noch relativ klein, hat sich noch nicht viel abgespielt, aber ich glaube so 250 haben sich da auch schon rein verirrt. Mhm. Wie gesagt, wir setzen auch hier den Link unten runter und da können wir ja mal... Genau, da darf gerne getippt werden. Da darf gerne getippt werden, ja. Genau. Ja. Ja, so ein bisschen schade, oder was heißt ein bisschen, sehr schade aus deutscher Sicht natürlich ist, dass wir jetzt mittlerweile von beiden Deutschen, ja, würde ich sagen, auch Mitfavoriten wissen, dass sie leider nicht starten werden. Also es hat bei Laura Philipp ja angefangen, Anfang der Woche, dass sie mitgeteilt hat, dass sie leider doch noch nicht ganz so in der Laufform ist oder auch mit der Verletzung, mit der Rückkehr nicht ganz so weit ist, wie sie sich das gewünscht hätte und deswegen definitiv ihre Corona-Vorbereitung nicht gefährden will und dann ihren Start absagt und von
Anne Haug wissen wir es auch erst seit einer guten halben, dreiviertel Stunde wirklich definitiv. Da haben wir vorhin nochmal auf Social Media Kanälen gesehen, dass sie auf Lanzarote ist. Das hat auch schon mal passen lassen. Und dann hast du ja nochmal nachgefragt, Frank. Mit ihrem Manager gesprochen noch, genau. Und da war ja schon länger klar, das große Ziel ist der Ironman Hawaii. Ja, und genau. In Kopenhagen ging es eigentlich für Anne nur um die Quali. Mhm. Da hat sie dann ganz gewaltig abgeräumt. Und da war es dann eigentlich klar, dass dieses Rennen dann nicht unbedingt dazwischen passt. Ja. Weil ja auch, und das wissen wir alle, der Titel auf Hawaii der höherwertige ist. Na klar. Ja, und oder überhaupt eine gute Performance auf Hawaii höherwertig ist. Und wir wissen, dass es auf dieser 70-3-Distanz doch häufiger mal zu einer finalen Laufentscheidung kommt, dass man da ganz anders für trainieren muss. Ja, klar. Da und von daher. Spitzigkeit, Ständigkeit. Ja, bei beiden eigentlich ähnliche Ursache oder ähnliche Begründung. Ein spezielles Training auf die Anforderungen, die vielleicht in einem Finale der 73-WM auf den letzten Kilometern auf mich zukommen würden, das würde einen so großen A-Eingriff ins Kona-Training bedeuten, B auch das entsprechende Risiko, dass Verletzungen wieder aufbrechen, mit sich bringen, dass man das eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen kann. Ja. Das wird im nächsten Jahr dann anders, wenn die WM erstmals nach Hawaii stattfindet, im November dann in Neuseeland, in Taupo. Aber dieses Jahr gibt es da doch einige, die dann sagen, okay, Nizza, Haken dran. Es ist ja auch eine Radstrecke, die man können muss, ja, sowohl genau. bergauf als auch bergab. Ja. Und dann lieber Hawaii. Ja, dann bei den Männern am Sonntag. Ja. Auch da. 7 Uhr geht's auch da los. Ja. Da fehlt ja der Titelverteidiger. Der Titelverteidiger, der sich eben auch dagegen entschlossen hat, für Nizza nochmal Schwerpunkte zu setzen, sondern wirklich auch auf Hawaii den kompletten Fokus zu setzen. Jan Frodeno, ja, das ist ja schon länger bekannt, wird nicht an den Start gehen. Dafür würde ich sagen, liegt der Ball so ein bisschen bei den Zweit- und Drittplatzierten aus dem letzten Jahr, nämlich bei Herrn Gomez und bei Herrn Brownlee, die beide, würde ich sagen, so die größten Chancen haben, hier bei dem Rennen sich nochmal die Krone aufzusetzen. Auch da ist, glaube ich, wieder der Part auf dem Rad der entscheidende. Also da wird, glaube ich, das Rennen auch bei den Männern mit entschieden. Und da ist dann die Frage, welche Konstellation wird es geben? Ich glaube tatsächlich aber, dass da Alistair Brownlee deutlich größere Chancen haben wird, weil er der mit Abstand bessere Radfahrer ist als Javi Gomez und da eventuell schon vielleicht sogar mit dem ein oder anderen Mitkämpfer die Vorzeichen für einen Sieg setzen kann. Ja, das Ganze spielt sich ab hier auf Strecken, die eben spezielle Athletenprofile brauchen. Ja. Das Schwimmen im Meer, im Mittelmeer, Côte d'Azur, heißt nicht umsonst so, sieht auch so aus. So viel Französisch kann ich da auch noch. wir haben es eben gesehen, es ist so leicht wellig, aber sehr ruhig. Ja. Relativ ruhig. Ja. Ja, es wird ohne Neo geschwommen, zumindest bei der Elite auf jeden Fall. Und dann geht es mit dem Rad erstmal 10 Kilometer flach an der Promenade entlang, bevor es dann eigentlich nur einen Berg hoch geht. Genau, und den dann wieder runter. Ja, also die Spitze liegt irgendwo, der höchste Punkt liegt bei über 1000 Metern. Ja, insgesamt sind es 1380 Höhenmeter ungefähr. Ja. Und das muss man natürlich fahren können. Wie gesagt, hoch und auch wieder runter. Ja. Genau, und da ist natürlich Sebastian Kienle eigentlich einer derjenigen, die vor allen Dingen auch runter das Ganze gut fahren können. Da haben wir jetzt heute auch schon von einem oder anderen Athleten gehört, dass die Radstrecke da wirklich sehr, sehr anspruchsvoll sein soll oder teilweise auch, wenn man eigentlich mal schneller fahren könnte, auch gefährlich, weil die Straße nicht wohl in einem so guten Zustand sein soll. Ja, wir wissen auch aus dem Age-Grupper-Bereich, dass hier sehr viele Athleten mit Rennrädern angereist sind und mit Zeitfahrmaschinen. Ja. Ja. Von daher, wird auch bergab die Strecke oder das Rennen vielleicht in Teilen entschieden. Ja. Ist schwer zu sagen. Also die Norweger, Christian Blumfeld und Gustav Ihn sind da in dem Radfahrbereich natürlich auch
mit dabei, dass sie sagen können, ja, das, da können wir ebenfalls Akzente setzen. Ja. Und die darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Genau. Raumtiere Weltrekordhalter. Ja, ja, genau. Ja, also haben beide dementsprechend in diesem Jahr die schnellsten Zeiten auf der 73-Distanz abgeliefert. Ja. Und gerade jetzt am Wochenende mit Platz 1 und Platz 4 jetzt in Lausanne ja auch nochmal ordentlich Selbstvertrauen getankt. Ja, also ist die Frage, was das natürlich mit den Vorbelastung passt ja auch zu denen. Wir werden am Ende einen technisch sehr einfachen Hitzelaufkurs haben. Ja, genau. Ja, es geht also nur geradeaus mit. Das ist dann nur noch Wendepunkt abliefern. Ja. An jedem Ende. Ich glaube, es sind auch nur zwei Runden. Mhm. Also, das wird, wenn es mehrere Leute gleichzeitig vom Rad schaffen und nicht einer oder zwei sich komplett absetzen können, wird das ein hartes Gemetzel beim Laufen, ähnlich wie im letzten Jahr, bei diesem tollen Rennen da in Südafrika. Ja. Ja. Und das bei den Norwegern weiß man einfach, die können sich quälen. Also die können wirklich da nochmal eine Schippe drauflegen, wenn die Schippe eigentlich nicht mehr da ist. Ja, ja. Deswegen, das wird auch durchaus spannend mit den beiden. Ja, ja. Ja, ist die Frage, was unser Ironman-Weltmeister hier liefert. Der hat ja heute bei der dpa noch ein Interview gegeben, in dem es auch in Teilen um die natürlich um die Weltmeisterschaft hier in Nizza ging. Da war er relativ, ich würde sagen, fast ein Stück weit zurückhaltend. Also es so Tenor beim Thema 73 WM war, er will sich hier die Motivation holen, sieht auch, dass er die nicht genauso die Spritzigkeit für diese Distanz hat, also es ist eigentlich ja nicht so eine Distanz ist. Er ist ja eigentlich eher jetzt mittlerweile der Langstreckler. Das haben wir in Berlin gesehen, wo Patrick Lange, glaube ich, 26. geworden ist. Mhm. Aber sieht trotzdem seine Vorteile so ein bisschen auch auf dem Rad, weil er einerseits natürlich ein extrem leichter Sportler ist und so ein bisschen die Mountainbike-Vergangenheit hat. Das heißt, dieser anspruchsvolle Radkurs wird ihm vielleicht da auch definitiv ein bisschen in die Karten spielen. Mhm. Aber schwer zu sagen. Schwer zu sagen, ja. Ich, ab morgen kann ich besser mitreden. Ich fahre nämlich morgen früh die Radstrecke ab. Ja. Also wer da draußen Lust hat, hier in Nizza ist und ein Rennrad dabei hat und vielleicht nicht startet, ja, vielleicht auch, wenn er startet. Willst du einmal komplett abfahren? Ich würde gerne einmal komplett abfahren, wenn nicht irgendwelche anderen Termine dazwischen kommen, aber ich würde fahren um 7 Uhr ab Zieltor. Mhm. 7 Uhr morgens am Mittwochmorgen in der Rennwoche hier. Ja, genau. Ja. Ja, das ist sowieso ja dann so ein bisschen der Auftakt für auch für uns dann jetzt die kommenden Tage geht es immer ein bisschen weiter. Wie gesagt, frisch angekommen, nicht wirklich draußen gewesen, nicht viel gesehen bisher. Ja. Ein paar Menschen schon erkannt und begrüßt, die da jetzt die Wechselzone aufbauen und so weiter. Aber morgen legen wir los. Es gibt wieder eine Live-Show, Mittwoch, Donnerstag und Freitagabend. Wir haben uns entschieden, die schon um 19 Uhr zu machen. Genau, ja. Nicht um 21 Uhr, wie wir es ursprünglich mal angekündigt haben, weil ganz einfach die Sonne hier um kurz nach 8 untergeht und die nehmen wir noch mit, gerne. Ne, Schwarze Nacht könnten wir auch aus Hamburg machen, aber wir sind hier vor Ort, haben das Equipment dabei und werden noch ein paar Dinge organisieren, werden euch auch vorher noch sagen, wen wir so als Gäste begrüßen in der Sendung und starten damit in den ganz, ganz heißen Triathlon-Herbst. Ja, genau. Ja. Spannende Woche jetzt. Spannende Woche, ja. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir sind hier jetzt zu viert. Johanna ist auch schon hier. Und einer kommt noch, der eigentlich hier normalerweise spricht an dieser Stelle am Dienstag. Ja, genau. Kollege Simon Müller als deutscher Meister auf der Mitteldistanz, als Vize-Europameister beim Ironman 73 in Elsinore. Geht er hier eben auch als einer der Mitfavoriten seiner sehr jungen Altersklasse 18 bis 24 in den Start. Ja, wie ich ihn kenne, wird er wieder sehr tief stapeln und am Ende hoch gewinnen. Ich glaube, er sagte sowas, ich glaube, seine Aussage war so, Top 10 wäre ganz schön. Also ich würde ihm auf jeden Fall ein Podium zutrauen. Ja, ich glaube, jeder würde ihm das durchaus zutrauen. Außer und wünschen natürlich. Ja, ja, ne? Ja, also mal gespannt. Ich weiß nicht, wie Simon das so mit Meeresschwimmen hat, aber schwimmen kann er inzwischen. Mhm. Ja, auf dem Rad. Er hatte ja mal gesagt, dass er irgendwie, ich glaube, letzte Woche ein bisschen Probleme mit der Achillessehne hatte. Ja, aber im Rennen vergisst du das. Ja, ja. Also ich glaube, Rad wird tricky so, weil wir einfach als Norddeutsche und Berge nicht täglich miteinander zu tun haben. Ja. Aber sobald der junge Mann auf der Laufstrecke ist, gibt es da, glaube ich, wenig
entgegenzusetzen. Ich bin sehr gespannt auf seine Laufzeit vor allen Dingen. Ne? Der das ist ja, sowieso, ja. Also wenn der mal irgendwo 21 Kilometer am Stück läuft, dann jedes Mal schneller als das Mal davor. Ja, egal ob es im Triathlon ist oder im Einzel. Ja. Ne? Also Simon werden wir auch noch in unserer TV-Show haben, wo er dann nochmal so ein bisschen seinen Blick auf die Elite wirft, wo er bei so ein paar Spezialisten ja näher dran ist, als wir alle zusammen in der ganzen Triathlon-Welt, wenn ich so an Norwegen denke. Ja. Aber da wollen wir ihn natürlich auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Ja, genau. Ja. Und wie gesagt, live könnt ihr auch ihr eure Fragen stellen da draußen. Ne? Stimmt. Ja. Könnt ihr mal Simon nach seinem Tipp dann fragen. Wir haben nämlich bürointern, haben wir immer, geben wir immer Tippzettel ab. Marvin war letzte Woche im Urlaub, deswegen hat er dieses Mal nicht mitgetippt, aber Simons Zettel hängt bei uns im Büro an der Wand. Ich halte mich ja auch immer vornehm zurück bei sowas. Ja. Aber also Simon hat auf jeden Fall einen Favoriten fürs Rennen am Wochenende und das ist kein Norweger. Das ist kein Norweger. Das ist aber sehr, dann ist es Brownie. Sehr merkwürdig. Ja. Das muss er selber verraten. Das muss er selber verraten. Ja, das wird er tun. Wollen wir auch tippen? Ich tue sowas ja ungern, aber wo wir schon hier so in geselliger Runde zusammensitzen. Also ich habe, mein Tipp hängt auch an der Wand. Ja. Ich habe gesagt, dass Sebastian Kienle gewinnt. Also ich habe vielleicht hat man es eben schon ein bisschen durchgehört, ich würde fast tippen, dass Alistair Brownlee gewinnt bei den Herren. Ja, jetzt du. Ich bin bei Alistair Brownlee und Daniela Rief. Ja. Das habe ich mir einfach gemacht. Das gibt keine gute Quote. Das gibt keine gute Quote. Bis auf unsere Kollegin Anna, die gesagt hat, Lucy Charles Barkley gewinnt, waren das Büro-Tippspiel auch bei 100% Daniela Rief. Okay. Obwohl es jetzt natürlich einfach ist, aber wenn man wirklich dran glaubt, dann sollte es auch so sein. Ja. Ja, sind wir gespannt. Ja. Lassen wir uns überraschen. So, was machen wir mit dem Rest des Tages? Schwimmen gehen. Audio schneiden und schwimmen gehen, oder? Ja, genau. Das ist ein guter Plan. Ja. Guter Plan, finde ich. Also, dann bedanken wir euch fürs Zuhören. Ein etwas komplett andere Konstellation. Das war das erste Carbon und Laktat Trio, genau. Ich weiß gar nicht, wir sind eben so bei Episode 40 roundabout. Und nochmal danke, letzte Woche zum ersten Mal die 13.000 geknackt. Wow. Ja. Ja, also es werden immer mehr. Wahrscheinlich hat das Thema Köln da auch noch ein bisschen für Furore gesorgt. Wir machen weiter Furore. Wir sind am Dienstag wieder in Hamburg alle. Ja, Simon hat dann Urlaub noch, ne? Da müssen wir wieder über Simon und nicht mit Simon reden, ja, aber da entscheiden wir mal, wie wir uns dann zusammensetzen und was es Neues gibt aus der Triathlon-Szene. Wie gesagt, die nächsten Tage sind wir natürlich am Ball hier und am Start für euch in Nizza und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr eure Kommentare, eure Likes da lässt. Wie gesagt, noch einmal gerne auch in der neuen Facebook-Gruppe Carbon und Laktat, wo wir mit euch die Diskussion ein bisschen so polen wollen, weil wir ja auf allen Kanälen irgendwo Diskussionen mitbekommen und sich das nie irgendwo so aufeinander aufbauen kann, weil in jedem einzelnen Kanal eine eigene Diskussion stattfindet. Wir wollen gerne Carbon und Laktat als Facebook-Gruppe da etablieren, um da eben mit euch zu diskutieren oder euch auch ohne uns diskutieren zu lassen. Die Gruppe findet ihr auf Facebook. Klickt auf, ich weiß gar nicht, wie das heißt da, wenn man einer Gruppe beitreten möchte. Wir geben euch dann frei und dann sehen wir bald auch wahrscheinlich schon bei 500 und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Da freuen wir uns drauf. Genau. Jetzt muss noch einer wissen, wie Tschüss auf Französisch heißt. A bientôt, bis bald. Marvin ist hier der Tiefstapler. Ja, ne? Der kann mehr Französisch als wir alle zusammen, glaube ich. Ne? Oder au revoir. Ja, Marvin, du bestellst gleich das Essen. Genau. Alles klar. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.